Willkommen bei Underdog Games. Das war ein schneller Underdog, habt ihr gehört? Bei Underdog Games. Ja, in dieser Folge werden wir uns einmummeln. Wir werden nichts anderes tun, als, ich sag mal, Mauern bauen, Geschütze bauen, Waffen bauen, Munition bauen. Wir werden nichts anderes machen, außer uns einzuigeln, weil wir tatsächlich sonst die letzte Folge haben. Und die letzte Folge wäre mir sehr schade, denn ich würde dieses Spiel gerne nochmal durchspielen. Ich habe es ja schon einmal geschafft und mit dieser wunderbaren Mod-Zusammensetzung wäre es mir ein inneres Bedürfnis, dieses Spiel noch einmal zu knacken. Ihr wisst ja, wenn man über Knacken spricht, na egal. Ja, also das heißt, es wird nicht so intensiv dingsig und bumsig, wie man sonst denkt, sondern in dieser Folge geht es wirklich darum, dass wir uns einigeln, einmummeln, verstecken, kuscheln. All diese Dinge wollen wir hier tun. So, das heißt, generell suchen wir uns die Lücken und verschließen diese, und zwar mit viel Beton. Jetzt gießen wir sie da drüber. Das ist quasi hier das Land der Freunde. Also hinter der Mauer, also vor der Mauer, ihr wisst schon, auf der Mauer, auf der Lauer und so. Und ich soll immer zwei Türme setzen, wurde mir gesagt. Setz zwei Türme, die würden sich gegenseitig helfen. Also setze ich auch zwei Türme, und zwar dann, wenn ich genug Türme habe. Im Moment habe ich nicht genug Türme, also kann ich auch keine zwei Türme setzen. So, setzen wir den aber dahin. Oh, Munition rein. Nächster Turm. Mauer. Ja, das tut schon mal die Gefahr minimieren, dass sie uns einfach die Basis einfach nur einrennen und uns einen Schädel einschlagen. Ich würde sagen, wir gehen hier nochmal hoch. Hier hoch. Und dann müssen wir da so rechts rüber gehen. Schön wäre Radar. Radaraufklärung wäre natürlich ein Hammer, aber solange da oben noch geforscht wird, da kommen sie, nein, ihr Bastarde. Bleibt stehen. Meine Drohnen werden euch den Popo aufmachen. Jawohl, so geht's. Bisschen lauter, ein bisschen leiser. So, also das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen das, was wir immer machen. Wir fixen und stopfen Löcher und hoffen, dass es gut wird. So. Nur Munition ab. Munitionserstellung ist ja hier vorne gewesen. Die pseudo-anfängliche Munitionsgeschichte. Und ich werde auch noch ein Video machen. Habe ich heute ja auch besprochen, versprochen. In dem es darum geht, wie man oder wie die Mods alle heißen, wie die Mods funktionieren, beziehungsweise was die Mods hier in den Forschungen machen. Das werde ich danach machen. Nach diesem Video hier werde ich das machen. Und das bedeutet für mich 2, 3. Viel Theorie, viel Gelaber, viel Kopf anmachen. Aber das kriege ich hin. 1, 2, 3. Wenn man es auch nicht glauben mag, aber es wird klappen. So, hier geht es dann rum. Und hier wird dann eigentlich die 1, 2, 3, 4 runter. Jawohl. Und rum. So. So läuft's. Oh, na, das ist natürlich dumm. So läuft's natürlich nicht. Aber genauso gehen wir hier um die Ecke rum. Und schließen die vier Dinge an. Alles klar, so wird's, so klappt's auch. Dann machen wir da oben jetzt zu. Was ist mit den Mauern? Wir brauchen mehr Mauern. Mehr Geschütztürme. Geschütztürme haben wir zwar mit der Hand gebaut, machen wir noch mehr davon. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Mauern. Die Mauern, die schlafen hier ein, die Produktion. Woran liegt das? Liegt daran, dass hier nicht genug Steine kommen. Nicht genug Steine heißt nicht genug Abbauer. Nicht genug Abbauer heißt, wir müssen das hier fixen. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir quasi das Output-mäßige verdoppelt. Müsste ja dann mindestens doppelt so viel kommen. Denn wir brauchen wirklich Mauern. Mauern sind unser A und O. Und A und O, ihr wisst schon. So, Geschütztürme. Gucken wir mal, wann die Forschung hier auf Laser rübergeht. Das dauert noch ein bisschen, gell? Wir haben noch gar keine Forschung darum hingebaut. Ja, gut. Ja. Dann sind wir einfach mal locker hier. Was ist hier? Hier ist Kupfer noch drin. Ein bisschen was an Kupfer. Guck mal, wie weit die Automation von Kupfer ist. Da unten haben wir es ja schon abgebrochen. Da haben wir schon die Schmiede gebaut. Das heißt, wir können die hier abbauen. Muss erstmal wieder richtig reinkommen vor lauter Satisfactory und allem anderen. Das Büro endet sich langsam, kommt langsam dem Ende zu. Das ist sehr schön. Das heißt, der Umbau ins, die Transformation ins YouTube-Studio ist quasi bald vollendet. Es fehlt nur noch ein Schild. Und ein bisschen was im Hintergrund und ein paar Wandverkleidungen. Und so ein paar andere Sachen noch. Aber dann haben wir es. Also, es kann sich nur noch um ein paar wenige Tage handeln.
Die restlichen Monitore kommen auch noch, falls jemand interessiert. Dann ist hier tatsächlich der 4-Monitor-Kram am Laufen. Und das mag sich erstmal viel anhören, aber wenn man tatsächlich so viele Dinge offen hat, wie, ich sag's mal, oben die YouTube-Zahlen und auf der linken Seite nebendran habe ich dann hier das Aufnahmeprogramm offen, das ist das OBS bzw. Streamlabs Desktop ist ja mittlerweile und dann habe ich in der Mitte das Spiel laufen, dann habe ich noch irgendwo ein Discord rumfliegen oder den Chat von YouTube, wenn wir livestreamen, also ruckzuck sind 4 Bildschirme belegt, es hört sich dekadent an, ich schwöre euch, das ist es nicht, es ist wirklich nötig, tatsächlich nötig, ja, gut. Ich sag mal so, wirklich nötig ist was essen und was zu trinken, ne? Ist klar. Wollen wir uns hier mal nichts vormachen. Ich meine, was spieltechnisch angeht, ist das tatsächlich richtig nötig. So, rüber, hier ist nichts drin, dann legen wir doch mal hier die Hälfte rein. Dann sind die schon mal bedient, hier unten ist dann zu. Die Mauern da oben sollten ja jetzt schneller produziert werden, den Scheiß können wir gleich mal hier abreißen. Die Mauern sollten ja schneller produziert werden, das reißen wir auch mal ab, dass wir den Dreck weg haben. Hier müssen dann mehr Steine kommen. Hier gibt es keinen Stau, das ist okay. Und 107 und 109, ja, das ist ein bisschen was. Aber auch da sehen wir, dass tatsächlich hier die Steine nicht vorbeikommen. Die erste Maschine frisst... Oh! Patrick Klenk, grüß dich. Willkommen im Rudel. Das Rudel wächst übrigens total geil schnell, Leute, ehrlich. Ich kann mir so den Arsch abfreuen. Wir sind schon irgendwie bei, Moment, ich habe ja noch 3 Bildschirme momentan hier hängen. Wir sind aktuell bei 4000 und, es lädt, 4073 Abonnenten. Diese 4000, die ist ja eben erst passiert. Und der Weg zur 73 hoch, der war so schnell, wenn das so weitergeht, ehrlich, ich bin total... Nicht hier Höhenflug oder so, ne? Nicht Arschloch, sondern ich bin total verknallt in YouTube und in das, wie es so läuft. Das ist einfach brutal geil. Wirklich. Brutal geil. Aber es ist einfach das Zeichen dafür. Ich habe das falsche Abbau-Ding genommen. Ich Arschgeige. Wenn ich das andere genommen hätte, hätte ich die gar nicht. Wenn ich das hier genommen, was ich vorbereitet habe, nur für Bäume und für Stein, dann hätte ich nicht alles abgebaut. Egal. So, Mauer hier rum, hier hoch, so, und dann dazu. Oh, okay, ist halt doppelt hier. Wir haben es doch, wir haben doch Mauern. Da oben ist dann Öl, das holen wir uns dann später dazu. Erstmal müssen wir uns ein bisschen einigeln, dass wir wissen, dass wir hier nicht sterben werden. Ja, so, was brauchen wir noch? Wir haben die Steine, die können wir alle in die Fabrik schmeißen, dass die schneller produzieren, das ist in Ordnung. Und dann würde ich sagen, baue ich mal hier die Mauer aus und wenn ich fertig bin, sage ich euch gleich Bescheid. Scheiße, was ein Riesenmeer. Ich habe jetzt gleich, laufen mal kurz drum rum, damit ich sehe, wo unsere Verseuchung ist. Aber das ist ja ein Riesenmeer. Wenn die uns jetzt daheim angreifen, ist alles tot. Die machen alles platt, bis wir daheim sind, ist alles im Arsch. Ich hoffe, ich komme jetzt rechtzeitig nach Hause. Denn das wäre natürlich jetzt das absolute asoziale, ekelhafte Ende. Wenn die uns jetzt daheim angreifen, auf das wir wenig Geschütze haben, noch nicht fertig waren mit den Mauern, weil ich hier nicht genug Mauern hatte, dachte ich mir, ach komm, putz mal außenrum die Ränder, dass die Angriffe weniger werden, dass wir mehr bauen können. Produktivität, ne, ihr wisst schon. Produktivität first. Und jetzt, gucke ich blöd.
weil ich hier tatsächlich ein Riesenmeer habe, was uns schützt. Was natürlich super geil ist. Leute, das Meer, das macht uns ja hier den ganzen Arsch frei da hinten. Das ist super. Hier gehen wir hoch bis ans Öl, sind wir safe und dann sehen wir weiter, ja? Also perfekt. Aber das war jetzt ein bisschen unüberlegt, der Weg dahin. Guck mal hier drüber, ob wir da rüberkommen. Ich glaube natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Da ist ein Felsen, den wollte ich mir abbauen, dass die scheiß Meldung weg ist. Gut, dann gehen wir hier runter und gehen wieder zurück Richtung Heimat. Und die Drohnen jetzt mit den vielen Lasern drin und diese 4 oder 5 Drohnen, die ich jetzt habe, die machen tatsächlich echt ganz gut Schaden. Die räumen da schon ganz schön auf. Aber ich habe ja noch das Gefühl, dass ich das verdient habe. Ja, das habe ich mir verdient, solche Drohnen zu haben. Und wenn man damit erstmal d'accord ist, wie man so schön sagt, dann ist einem so scheißegal, ob die alles wegmachen. 2, 4, 5. Ich weiß noch, wie es letzte Mal war, da hatten die Drohnen überhaupt nichts mehr zu melden. Da waren die Drohnen einfach nur Kacke am Schuh. Und deshalb werde ich die jetzt auf keinen Fall entfernen, nerven oder wegmachen oder so. Die sind genau richtig, wie sie sind, weil die retten uns dann doch nochmal den Arsch, wenn es zu weit ist. Ja, wobei diesen Spinnenpo, den will ich auch gern haben, weil der macht natürlich auch richtig ordentliche Löcher. Und dann noch schön mit den Drohnen vielleicht drumherum fliegend und noch selbst Laserausrüstung drin und er auch nochmal Lust. Das ist natürlich in allen Richtungen gut, aber wir werden sehen. So, jetzt laufe ich mal hier die Kante ab, mach die Kante noch fertig und werde dann oben mit den Mauern, die gebaut sind, die Base komplett einmummeln. Base und Geschütztürme. Ja, und Munition, die wir natürlich auch noch bauen. So klar. Das Nest machen wir noch weg da unten. Das ist ein bisschen störend. Das ist ziemlich nah. Mal schauen hier. Seht ihr das? Das ist die Ausbreitung. Da sind wir in die richtige Richtung unterwegs. Sieht aus wie früher ein Strategiespiel hier. Command & Conquer oder so. Oder StarCraft. Wenn ihr das mal wieder spielt, das sieht so aus. Naja, nicht ganz, aber fast. Wenn man dann sagt, Factorio hat voll die scheiß Grafik. Am Arsch hat Factorio eine scheiß Grafik. Factorio hat eine mega geile Grafik. Es ist ein total super geiles Spiel. Ich weiß nicht, wieso ich so verliebt in dieses Spiel bin. Das ist echt brutal gut. Ehrlich. Ist echt brutal gut. Naja, jetzt halte ich mal die Fresse. Geht weiter. So, die Base ist fast sicher. Also obenrum sind wir safe. Zumindestens, ihr wisst schon, wie safe wir sind. Wir sind so safe, dass wir wissen, dass wenn jetzt die ersten Horden kommen, uns nicht gleich den Arsch aufmachen. Aber natürlich gibt es immer wieder Überraschungen, die einen dann da so überraschen. Aber darüber reden wir jetzt erstmal nicht. Im Moment sind wir sicher. So. Das setze ich mal dahin. Machen wir hier einen Abgang hin. Das wollte ich ja eh schon die ganze Zeit so machen, wenn ich ehrlich bin. Das war ja meine Urintention. Was ist das mit einer Uhr zu tun, fragt man sich da, gell? Ja, weiß ich auch nicht. So, so rum. Dann wollte ich hier Abzweige setzen. So habe ich es eigentlich vorgehabt. Ist was im Weg oder was? Ich verarschen.
Ist überhaupt nichts im Weg. Mach das Ding dahin. So, alles klar. Ja, wenn übrig ist, wird abgegeben. Wenn übrig ist, wird auch hier abgegeben. So, wenn sich irgendwo staut, geht es auf der anderen Seite weiter. Wenn es gar nicht mehr weitergeht, ist halt alles voll. Auch in Ordnung. So, und ich will die von oben beladen, ich will die nicht von unten beladen. Das mag ich nicht, sieht irgendwie komisch aus. Also wenn ich jetzt von hier belade, das wäre irgendwie, das passt mir nicht. Optisch einfach scheiße. Aufgrund des nicht richtigen dreidimensionalen macht das keinen Sinn für mich. So, was haben wir da? Immer noch nicht genug Saft, alles klar. Da brauchen wir noch ein paar von denen. Woran liegt's? Was brauchen wir hierfür? Eisenplatten. Die holen wir uns noch geschwind. Bevor wir dann die Base endgültig zumachen. Dann können wir anfangen, oben endlich unsere ganze Forschung aufzubauen und naja, dann hoffentlich überleben und nicht wieder in den Kack zu beißen. Ich habe auch einen tollen Trank gesehen. Ich habe einen Trank gefunden. Einen Trank der Amnesie und einen Trank. Hier ist er. Trinken Sie dies, um alle Ihre Attribute zurückzusetzen. Sie verlieren 30% aller XP, können aber wieder Punkte ausgehen. Das heißt, wenn man umskillen will, können wir den benutzen. Okay, will ich jetzt nicht unbedingt. Großer Erfahrungstrank. Trinken Sie dies, um Erfahrungen zu gewinnen. 60%. Machen wir mal. Level 11 sind wir. Level 12 und ein bisschen was. Alles klar. Gehen wir hier auf schneller laufen. Ich mag schneller laufen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich schneller laufen mag. Und das sollte man auch so beibehalten. Erstmal. Ich mag das so beibehalten. So, ich fühle mich besser. Okay. So. Magic ist auch geil. Da gibt es so Blitze und so weiter, so, die so random passieren. Fand ich auch ziemlich interessant. Aber auch da muss man natürlich gucken. Ja. Was macht da Sinn, was macht da keinen Sinn? Wenn die Drohnen kämpfen, brauche ich das vielleicht gar nicht. So, was ist hier los? Hier brauchen wir noch Eisenplatten drin. Haben wir keine. Machen wir hier rein. Warte, dass die Forschung weitergeht, weil ne, ganz ohne Forschung ist ja auch blöd. Und dann gucken wir mal, dass wir alles, was rot ist, in die Leinen setzen. Ist schon alles, was... Das noch und das noch und das noch und das noch und das noch. Dass sie einfach weiterlaufen. Ansonsten sehe ich nichts mehr, was nur rein rot ist. Und ja, gut. Kein Strom, die haben keinen Strommast da. Woran fehlt's? Kupfer und Eisen. Unglaublich, dass sich an Kupfer und Eisen fehlt. Es ist doch alles so viel da, es wird doch gar nicht professionell benutzt. Es ist doch einfach nur Makulatur. Und trotzdem fehlt's. So. Schließen wir die schon ins Netz an. Und einmal. Wie die, Achtung, hört ihr die Frequenz? Und jetzt auch dann nochmal. Alle drehen sie ein bisschen runter. Sehr gut. So. Der schaufelt auch noch. Noch zwei Schaufler brauchen wir. Zwei wunderschöne Schaufler. So. Und nochmal ein Strommast. Und er ist hoffentlich jetzt der Drops gelutscht, was Strom angeht. Zumindest bis wir Solarstrom haben. Jetzt laufen die alle schön entspannt. Ja, die tickern jetzt alle schön entspannt hier durch und nicht mehr dieses Gerenne. Was haben wir hier drin? Wir haben einen drin und zwar 6,4 Megawatt könnten wir. Wir haben 4,2 an Verbrauch, das ist in Ordnung. Alles läuft so wie es soll. Jetzt wird auch produziert. Schneller produziert. Mehr Mauern. Oh ja, 300 und 210, das ist schon mal viel. Oben waren wir jetzt fertig gewesen. Auch noch großes Radar unbedingt. Wir müssen ein großes Radar bauen. Wir müssen alles machen. Mein Gott, ich habe so viel vor. Und eigentlich ist es ein Spiel, da können wir zum Beispiel sein ganzes Leben lang YouTube spielen. Also Let's Plays machen, Videos machen, erzählen, Tricks, Tipps und Tricks. Ich glaube, man müsste gar nichts anderes mehr machen. Und man könnte mit diesem Spiel einfach die Leute begeistern. Einfach geil. So, wir rennen rüber. Nur leider ist der Grafikstil halt eben nicht was für jeden, was es dann wiederum manchmal schwierig macht. So, einmal durchziehen. Wo gehen wir eigentlich hin? Wir gehen. Wo gehen wir hin? Es sind keine interessanten Sachen dabei, außer viel Wald, der uns nervt. Ich würde sagen. Schöne Scheiße, Mann. Weil darüber müssen wir erstmal nicht. Wir werden ja auch hier unten expandieren. Endlich mal die Forschung fertig. Juhu!
Vorschub. Entschuldigen Sie bitte. Wenn ihr die Forschung, weil das geht hier alles so links rum, das ist ja hier nur ein Solarpark oder so, was hier hinkommt, dann werden wir später eh hier unten zumachen. Oder hier. Aber das machen wir nicht jetzt. Das heißt, ich ziehe jetzt mal hier hoch. Wir müssen ja nicht mehr einmummeln, wie wir brauchen. Wir müssen uns ja nicht mehr Land schnappen, als das nötig ist. Und da müssen wir gucken, wo wir jetzt hier Türme hinsetzen müssen, wo sie uns einfach nerven, wo sie uns auf den Sack gehen. Dass wir uns da schön deffen können. Ich setze mal ein paar hier unten hin. Zwei Stück. So. Einmal. Zweimal. Ja, okay, gut. Also, das heißt, wir sind soweit eingemummelt. Soweit. Und das hier ist jetzt quasi unser Zubringer. Und der innerste geht auf die oberste Schmelze. Das ist die oberste Schmelze. Wir haben es schon mal abgemessen am Anfang. Wir haben gesagt, 1, 2, 3, 4, dann Kupfer und so weiter. Immer drei Stück Abstand zwischendrin. Das ist ja alles schon ausgerechnet und baldowert. Das passt. Das heißt, der geht hier weiter runter entlang. So, noch einer. Super. Und der vierte kommt da auch noch hin. So, ein bisschen mal die Taschen leer machen. Ich bin nämlich so voll mit Fließbändern. So. Tack. Tack. Und bis hierhin können wir. Können jetzt mal da hinklatschen. Genauso gut hier. Und das sind Zweierbänder, da kann ich es nicht machen. Aber da kann ich mir einfach nur zwei kopieren und kann die auch dahin klatschen. Schön mal geklatscht. Klatschen mag ich. Da kommt dann Stahl, Kupfer, Kohle, was weiß ich, was da alles. Nee, Kupfer kommt hier entlang. Die müssen dann hier einmal springen, beziehungsweise die wird unterbrochen, die Leinen. Das kriegen wir hin. Gut. So, das fließt hoch. Generell könnten wir uns jetzt um den Rest der Mauer kümmern, dass die Mauer zu ist. Dass wir auch mal das abschließen, was wir versprochen haben oder was wir geplant haben am Anfang. Versprochen hört sich immer so, naja, ein bisschen verpinst dann. Du hast mir das aber doch versprochen. Gar nichts habe ich. So, okay. Stimmt. Munition haben wir noch ein bisschen was einstecken. Gucken wir mal hier unten noch vorbei. Nehmen wir den Rest mit. Machen die Mauer zu und dann sieht es doch schon ganz schnuckelig aus bei uns. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. So, die Ecken sind zu, die Mauer ist dran, wir haben alles zu. Nice. Ich bin gespannt, wo sie uns jetzt zuallererst attackieren, aber das werden wir sehen. Wir müssen einem schnell sein, wir sind ja eh jetzt an der Base dran, am Aufbauen. Und da kann uns natürlich hier nichts reinfummeln, weil, ja. So, es gab eine Frage, es gab einen Kommentar, das interessant war. Und zwar, ich feiere deine Let's Plays so sehr, ich habe schon mega viel von dir gelernt. Auf hoffentlich noch ganz viele Satisfactory-Folgen. Danke dir. Philipp hat es geschrieben. Schön. Okay, gerade eben gekommen. Alles klar. Also hier ist es ist tatsächlich überall immer nur positiv. Es gibt ganz wenige Arschgeigen, die frech, eklig schreiben. Also Kritik, Ideen, Verbesserungen und so weiter. Alles gar keine Frage. Aber dieses freche, assige habe ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht warum, ich bin auch gar nicht scharf drauf, abgesehen. Aber es ist einfach so, dass es irgendwie scheinbar das Alter oder die Weisheit der Zuschauer, die sich einfach sagen, nee, ich mache jetzt da nicht ein Fass auf, weil es macht doch Spaß. Lass den doch, den kleinen Lutscher, also mich jetzt. Egal, also Lutscher ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. So, auf jeden Fall kam die Frage, ob es noch mehr Mods gibt. Ich bin ja gerade parallel am Lesen, deswegen bin ich ein bisschen abgedriftet.
Da. Cat 808 hat geschrieben. Gibt's schon ein Konzept? Nein, Entschuldigung. Fuck. Fuck, falsch. Sehr interessant. Aha, sagt sie. Nee, das haben wir schon alles gehabt. Komisch. Wo war das gewesen mit den Wissenschaftsmods? NW Joker hat geschrieben, NW Joker TM hat geschrieben, schade, dass du eine Test-Tree-Vorstellung ab der Hälfte übersprungen hast. Joker, das werde ich machen, wie ich dir geschrieben habe. Ich werde den Test-Tree bzw. die Mod-Vorstellung komplett machen. Das kommt. Und das ist, das, also jetzt, das mache ich gleich. Ich muss zwar morgen zum Zahnarzt, da weiß ich nicht, wie es ist, aber ich bin dran und du bist in der Line und das macht auch Sinn, tatsächlich. Also deswegen alles cool. Und dann kam noch diese Frage, es kam auch diese Frage wegen dem Wirtschaftsmods. Welche Wirtschaftsmods gibt es, beziehungsweise gibt es noch andere und können die, kann diese Mod mit, ich komme mir vor, als hätte ich irgendwie eine Gehirnamputation oder sowas, ehrlich, manchmal tut mir das echt leid. Ja, okay, also auf jeden Fall, ob die noch funktioniert hier. Schade, dass ich es nicht finde. Warum finde ich das nicht? Filter, ist der Filter an? Nee, Filter ist, enthält Fragen, öffentliche, aber Mitgliederstatus. Ich habe doch keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ein werter Mensch, der das gefragt hat, ich habe dir auch geantwortet, aber ich finde es einfach nicht, verkaufen. Wir wollen was verkaufen, wir gehen hier hin, sagen verkaufen, alles klar, wir verkaufen diese hessischen Türme. So ein hessischer Turm bringt, weiß ich nicht, wir haben 6.221, wir verkaufen die jetzt, 10.692. Die haben wir verkauft, letztes Objekt für 2.981, einer. Okay. Und jetzt möchte ich was kaufen. Automatic Targeting at every Periode. Periode eine Stunde, wir können das irgendwie verlängern, dass es dann erst nach 24 Stunden geliefert wird, vermute ich. Aber dann sind die Steuern niedriger. Wenn wir es hoch machen, ist die Lieferkosten quasi höher, vermute ich. So, buy now. Last Period, buy now, jetzt evaluate, new order. New order? Ich möchte was kaufen, Leute, kommt schon. Ich möchte was kaufen. Buy all now, auto show. Prices show. Hier werden die Preise gezeigt, die können wir aber nicht einkaufen. Okay. So, dann gucken wir weiter. Buy now, new order. Ich möchte kaufen ein Auto. Was wollen wir kaufen? Was wollen wir kaufen? Ich möchte kaufen Raketenwerfer? Nein. Ich möchte kaufen einen Revolver. Ein Mörser für 45.000. MP5. Eine MP5. Ich hätte ganz gerne MP5. Anzahl? Eine. So. Die möchte ich kaufen. Und ich sage jetzt einfach, ist mir scheißegal, die Steuer, ich möchte sie jetzt kaufen. Bam, Geld ist weg. Money total, 6.000 Dings. Texas total, 25% haben die mir abgerippt. Wie in echt. Money, Error, Science, Last, Counter, Reset. Keine Ahnung, was das sein soll. Wir gucken hier rein. Tatsächlich, hier liegt eine HK, ich vermute mal Heckler & Koch, MP5 drin. Die kann damit nicht verwendet werden. Die schießt mit 9x19 Ammo. Alles klar. Gehen wir in den Shop. Wir gehen auf Buy Now. Nee, wir gehen auf fuck. Wir gehen da oben rein und sagen, wir wollen Take an Order, Place an Order, Auto, non, hier war doch hier unten so ein Fenster. Close. Nein. Scheiße, Mann. Sell all. Buy all now. Nein. Show prices, rescan. Auf der Kiste. Es geht auf der Kiste, Leute. Okay. Hier können wir generell Marktübersicht gucken und den Verkauf starten, aber verkaufen hier, kaufen auf der Kiste. Ich möchte ganz gerne kaufen. New Order. Jetzt sind wir natürlich leider abhängig von denen, ne? 9x19.
9x19 Ammo. Welcher Arsch hat das? 11.000 Einheiten? I know. Geht nicht. Wie ihr wollt mich doch verarschen. Ihr Penner, ihr Dreckigen. Okay, alles klar. Das kriegen wir hin. So, wie kriege ich denn dafür? Ha? Ha? Hier, und nochmal 9 Öfen. Da guckt ihr jetzt aber blöd. Ich verkaufe euch meinen Scheiß. Oh, 67.000. Alter. Okay, jetzt kaufe ich Munition. Jetzt gehe ich hier wieder rüber. Ist ein bisschen noch hakelig, aber das kriegt man irgendwann hin. Ich kaufe mal 5 Schuss. Geht der Preis nicht hoch? Ah, da oben ist er. 5 Schuss. Das ist der einzelne Preis. Das ist der Gesamtpreis. Buy now. Geht nicht zu teuer wegen der Steuer noch sehr wahrscheinlich. 4. Buy now. Geht. Jetzt kommen wir hier rein. 4 Scheiß Schuss. Okay. So. Und am Ende des Liedes werden wir jetzt diese 4 Scheiß Schuss irgendeinem Alien in den Rücken drücken. Rücken drücken. Auch witzig, ne? Ich weiß. So, wir rennen da runter. Und werden jetzt für 40.000 Units Munition entleeren. Achtung. Ich hoffe, die hat einen geilen Sound. Ich hoffe, die schießt schnell. So wie die Minigun, die war ja auch cool. Aber natürlich ist es so, dass wenn wir später Material da massiv hochladen, verkaufen, Autocell und dann mit den Steuern noch ein bisschen spielen und so, dass wir mit Sicherheit dann ein anderes Verhältnis zu diesem Geld haben. Und dann auch uns Munition liefern lassen können oder halt eben Dinge, die wir so nicht machen wollen oder können oder whatever. Aber es geht. Wichtig ist, das war ja die Frage, ob es geht. Seid ihr bereit? Ich will jetzt mal außen rumlaufen, mit mal hier schießen. Und los geht's. Okay, Leute. Die 4 Schuss sind leer. Ich habe auf einen Stein geschossen. Und, es hat sich angehört wie eine Laserpistole. Gut. Ist jetzt nicht so prickelnd gewesen, muss ich sagen. Hätte ich mir jetzt anders vorstellen können. So, ich hätte so einen richtig geilen Sound mir gewünscht. Und die 4 hätten ja auch gerne Magazine sein können. So wie bei der Biogun oder bei der Railgun, die wir hatten. Da war ja auch so ein Magazin, das hat ja ewig gehalten. Ich glaube 10 Schuss oder 7 Schuss oder 17 Schuss oder so. Aber gut, egal wie. Wir haben viel gelernt, wir haben viel gesehen. Das ist Stein. Das sah eben aus wie dieses komische andere Zeug in dieser einen Mod. Gab es auch so eine Art Gestein, was der Erz war dann. Na gut. Also, wir haben, wie gesehen, wir haben die Mauern dicht. Wir haben noch nicht überall Türme hingesetzt, ist ganz klar. Wir setzen auch noch in die Hotspots-Türme, denn ich will ja mit Laser ausbauen, wie immer. Gehe dann auf Richtung Solar. In der nächsten Folge bauen wir oben die Produktion aus. Da machen wir dann wieder eine Blaupause, die wir uns zusammen erstellen. Und die klatsche ich dann quasi nebeneinander. Und dann fangen wir direkt an, alles zu automatisieren da oben. Und dann sollte der Drops relativ schnell gelutscht sein und wir wieder da sein, wo wir in der Folge 6, 7, 8 oder wo wir waren, sodass wir dann eigentlich einfach weitermachen können. Und ja, hoffentlich diesmal mit den Monstern besser zurechtkommen. So, Bäume einsammeln, dass hier Platz ist. Perfekt. Jo, also, dann vielen Dank fürs Zuschauen.